Hallo, Freunde der Sonne. So, wie wir ja schon in der Vorfolge erfahren haben, oder wie ihr erfahren habt, wollen wir ja ein paar Gefährten sammeln gehen. Und heute ist zunächst in Gorgon der nächste Gefährte dran. Ich werde da jetzt mal nichts verraten, aber da gibt es einen, den wir uns auch holen. Am besten fliegt ihr dafür zur... Immermorgenquelle. Genau, das ist nämlich da am nächsten dran. Da werden wir uns einen neuen Anhänger besorgen. Der, den wir vielleicht brauchen könnten und der vielleicht so richtig wichtig ist für die Garnison. Das können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, sondern erst gleich, wenn wir wieder schauen müssen, wo wir den einen oder anderen deaktivieren. Ich hoffe, dass es jetzt nicht allzu lange dauert. Ich glaube, ich wäre besser dran gewesen, wenn ich da mal eben mit meinem Flugmount hingeflugt wäre. Aber es ist, wie es ist, ne? Jo. Ja, ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr gerade diese Folge hier seht, wie ihr momentan so mit eurer Garnison steht, mit euren Anhängern, wen ihr als Anhänger habt. Und vor allem schreibt mir doch einfach mal, wen liebt ihr eigentlich am meisten oder wen mögt ihr am meisten und wen könnt ihr überhaupt nicht ab von den Anhängern. Naja, da gibt es ja viele verschiedene so von den Sprüchen her, die dann vielleicht auch witzig sind, die nicht witzig sind. Und ja, wenn ihr auch Leibwächter habt, könnt ihr mir ja auch mal schreiben, welche Leibwächter ihr toll findet. Also ich habe mich ja für meinen Leibwächter jetzt entschieden, ne? Und zwar ist das hier halt eben der Sabaron, der Leorei, ja, den Namen kann man ja auch nicht aussprechen, ne. Kommt Osthafen, ich wollte zur Immermorgenquelle. Achso, ja gut, okay, geht ja auch, geht ja auch. Da fliegen wir jetzt erstmal hin, also Flugpunkt, könnt auch Komposthaufen nehmen oder wie das hier heißt. Und dann fliegen wir in Richtung hier. Die Karte mache ich mal gerade zu, damit euch das nicht so verwirrend tun tut. Und dann startet ihr hier unten bei dieser dicken, fetten Palme an dieser Position, die ihr hier seht, ne? Da. Und dann jungelt ihr hier hoch. Ich weiß nicht, ob man das direkt anfliegen kann. Ich zeige es euch nur so, wie ich es gemacht habe. Weil viele haben ja vielleicht doch noch kein Fliegen, müssen demnach also laufen. Können wir doch gerade einfach den Weg hier nutzen und hier hochlatschen. Außerdem sieht man hier diese wunderschönen Steine. Ja, verstehst du? So, und da... Wer ist denn hier? Wer versperrt uns den Weg? So, und siehe da, wir haben einen neuen Anhänger. Und haben auch gleich noch den Erfolg, Kommandant bekommen. Auf der Karte ist das hier, Position, Startposition war hier unten gerade, hier kommen wir dann hin. Startposition natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Die Koordinaten ebenfalls, inklusive die Zeit, wann das hier anfängt. Ja, dann... würde ich sagen, sobald es eigentlich schon wieder durch. Ah ne, Moment. Wir müssen mal eben noch gerade auswürfeln oder auslosen, wer denn dafür sich jetzt wieder schlafen legen darf. Einen kleinen Tipp noch. Ich habe vorab probiere ich diese Sachen immer aus mit anderen, suche immer mit anderen Charakter, damit ich dies hier mit dem Charakter nicht so kaputt mache und mir dann aufnehmen kann. Und sprecht ihn sofort an, wenn ihr ihn besiegt habt, weil sonst dürft ihr den ganzen Scheiß nochmal wiederholen, damit der resettet wird. Der verschwindet nämlich schon alle nach, ich weiß nicht, ich glaube gefühlt 30 Sekunden oder sowas. So, jetzt gucken wir mal gerade, welchen Anhänger wir hier noch deaktivieren können dafür. Da ist Block. Oh, Kampferfahrung ist der einzige. Da haben wir noch gar keinen mit dieser Eigenschaft. Das heißt, da haben wir natürlich genug. Pallas, Eda, oh, noch
Rockherzeleid. Wen mag ich denn dann gar nicht? Gornika Rokasch ist sinnvoll. Zeitbegrenzung kontert der. Tja. Ich guck mir jetzt mal. Ich schaue jetzt mal nach Pallas. Der ist hier, den haben wir eigentlich auch voll equipped. Sieht ja auch echt wunderschön aus. Ne, dann lassen wir den erstmal stehen. Ja, Edda, wollen wir die rausschmeißen? Können wir eigentlich auch, ne? Ich mag die ja sowieso nicht unbedingt, auch wenn sie echt sexy aussieht, aber... Ah, die ist nicht so das, was man sich eigentlich gerade vorstellt. Also gut, ja, haben wir genug, haben wir ebenfalls genug. Ja, Edda, ich würde sagen, gute Nacht, leg dich mal ein bisschen schlafen. Als Tank warst du eh schlecht, es gab bessere. So, wenn euch diese Entscheidung nicht passt, schreibt mir einfach, wen ihr hättet rausgeschmissen dafür. Und dann gucke ich mal, vielleicht entscheide ich mich dann auch anders. Aber wenn ihr mir schreibt, warum ihr jemand anderen rausgeschmissen hättet, schreibt mir doch warum. Und ihr dürft in den Kommentaren auch reinschreiben, wenn ihr die flach legen wolltet. Okay. Also für alle die jetzt unter 18 sind, flachlegen ist natürlich gemeint mit der ihr schlafen wollt. Ne? So. Bis dahin, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir bitte doch ein Gefällt mir da. Ein Daumen hoch. Gefällt mir ist ja bei Fotzenburg, Facebook, Entschuldigung. Oder macht ein Dislike. Und sonst würde ich sagen... Bis dahin und ciao.